Hallo Leute, Apple hat die Developer Beta 5 bzw. Public Beta 4 von iOS 13 und iPadOS veröffentlicht. In diesem Video werde ich euch wie immer alles zeigen, was ihr über die Beta 5 wissen müsst. Fangen wir gleich mit der ersten Veränderung an und die findet sich in der Home-App. Und zwar sind da jetzt neue Hintergrundbilder dazugekommen und die wir zuvor hatten, die gibt es jetzt nicht mehr. Da sind jetzt mehrere Farben verfügbar und ich wechsle jetzt hier vom klassischen zu eines dieser neuen Bilder eben. Und da gibt es wie gesagt eine Auswahl von verschiedenen Farben, je nachdem was hier einem gefällt. Aber sowieso kann man hier nach wie vor seine eigenen Bilder festlegen. Eine der Neuerungen in iOS 13 bzw. in der Kurzbefehl-App war ja hier unten dieser neue Bereich Automation. Der wurde unter der Beta 5 entfernt. Es wird aber angenommen, dass das nur vorübergehend ist, denn in diesem Bereich Automation hatten ein paar Dinge noch nicht optimal funktioniert, deswegen wurde das jetzt entfernt, soll dann natürlich in Zukunft wieder zurückkommen. In der Aktivitäten-App sind ein paar neue Auszeichnungen dazugekommen, speziell Auszeichnungen bezüglich Bewegungsziele. Alles, was wir bis zu 1000 Tage hatten, wie ihr seht, habe ich ja auch ein paar Dinge geschafft, die gab es schon vorher und alles, was jetzt bei 1250 beginnt und aufwärts geht, das ist jetzt neu dazugekommen. Das sind natürlich Ziele, die jetzt noch etwas schwieriger zu erreichen sind, auf die man noch etwas länger hinarbeiten muss, aber für manche wird das vielleicht auch ein Ansporn sein. Bei diesem Lautstärkeregler, den wir unter iOS 13 neu dazu bekommen haben, bekommen wir jetzt unter der Beta 5 ein haptisches Feedback, sobald man ganz oben oder ganz unten angekommen ist. Abgesehen davon läuft das Ganze jetzt etwas präziser ab. Diese einzelnen Schritte, die jedes Mal passieren, wenn ich einmal die Taste drücke, die sind jetzt etwas kleiner. Früher hat man da einfach größere Sprünge gemacht. Und es ist nach wie vor möglich, das mit dem Finger noch so rauszuziehen und dann schneller und vielleicht auch etwas präziser direkt mit dem Finger das zu verstellen. Man kann also zusammengefasst sagen, unter der Beta 5 gibt es bezüglich des Lautstärkereglers hier noch ein paar Anpassungen. Das Teilen-Menü, egal wo wir es jetzt finden, zum Beispiel in Safari, wurde wieder etwas überarbeitet. Das wurde ja immer wieder in den letzten Betas überarbeitet. Vielleicht ist das jetzt schon die finale Version, so wie wir es hier zu sehen bekommen. Zum einen wurde es optisch wieder leicht überarbeitet. Das fällt vor allem beim hellen Erscheinungsbild auf, aber auch beim dunklen, finde ich, merkt man das ein bisschen. Zum anderen ist das Ganze jetzt hier gruppiert. Das heißt, wir haben jetzt hier so einzelne Blöcke, die nach Themen sortiert sind. Ganz oben sind Favoriten, dann haben wir alles, was mit Safari zu tun hat und weiter unten dann weitere Optionen. Warum hier die Leseliste nicht bei Safari dabei ist, verstehe ich nicht. Normalerweise würde das meiner Meinung nach eher zu Safari passen, aber vielleicht ist das noch ein Fehler. Ich kann also jetzt hier aber zum Beispiel etwas in die Favoriten oben hinzufügen, etwas, das ich häufiger benutze zum Beispiel, und wie ihr seht, wird das dann jetzt in dieser obersten Gruppe hier angezeigt. Hier bin ich jetzt zum Beispiel bei den Fotos im Teilenbereich, nur dass ihr seht, dass das nicht nur in Safari so ist. Und wir sehen, hier haben wir genauso die Favoriten oben, dann die Gruppe mit allem, was mit Fotos zu tun hat und dann weitere Optionen unten. Und wieder kann ich da Dinge in die Favoriten oben hinzufügen. Wenn ich jetzt hier mal die WLAN-Verbindung trenne, dann wird hier oben LTE angezeigt und vielleicht fällt es manchen schon auf, ohne dass man es jetzt direkt mit der Beta 4 oder allgemein mit bisherigen iOS-Versionen vergleicht, dass dieses LTE-Icon einfach etwas größer geworden ist. Nicht nur LTE, sondern auch andere Dinge, die dann stattdessen dort stehen könnten. Apple CarPlay wurde ja unter iOS 13 allgemein etwas umfangreicher überarbeitet und unter der Beta 5 finden wir noch zusätzlich ein paar Anpassungen. Die kann ich euch jetzt leider nicht zeigen. Was ich aber machen werde, ist, ich werde ein eigenes Video machen, wo ich euch alle Neuerungen von CarPlay unter iOS 13 zeigen werde. Das wurde nämlich gewünscht und ich finde, das ist auch passend, hier ein eigenes Video zu machen, denn die Veränderungen, die sind jedoch größer und umfangreicher. Wie man es von einer neuen Beta-Version erwartet, wurden hier natürlich auch einige Fehler behoben. Apple listet 13 Fehlerbehebungen, auf der anderen Seite sind unter Anführungszeichen nur noch 45 Fehler bekannt. Diese Liste wird natürlich immer weniger, aber im Endeffekt sind es noch einige Fehler, die hier noch behoben werden müssen. Es gab da einen Fehler unter der Beta 4, wo man einen Link nicht in einem neuen Tab öffnen konnte. Dieser Button hier in neuem Tab öffnen, den gab es einfach nicht und unter der Beta 5 ist er wieder zurückgekehrt. Es gibt noch eine weitere praktische Neuerung in Safari und zwar war es ja bisher so, dass man nicht optimal erkennen konnte, ob man bei einem aktiven dunklen Erscheinungsbild in Safari jetzt in einem privaten oder in einem normalen Fenster ist, denn das private Fenster, der private Modus, hat ja auch in Safari bisher immer ein dunkles Erscheinungsbild verwendet. Achtet jetzt mal auf die blauen Buttons hier unten und auf die Suchleiste oben. Die Suchleiste wird jetzt dunkler dargestellt und die blauen Buttons sind jetzt nicht mehr blau, sondern weiß. So kann ich unter dem aktiven Dark Mode von iOS 13 besser erkennen, ob ich in Safari jetzt ein privates Fenster offen habe oder nicht.
Diese Veränderung findet sich aber auch beim hellen Erscheinungsbild. Auch hier sind die Buttons unten nicht mehr blau, sondern schwarz. Bevor ich jetzt zu iPadOS komme, beziehungsweise zu den speziellen Veränderungen, die nur das iPad betreffen, sage ich noch etwas zu Performance. Wie es auch unter den letzten Betas der Fall war, wurde auch hier die Performance wieder um eine kleine Stufe verbessert. Also man merkt wirklich von Beta zu Beta, wie die Performance Schritt für Schritt immer besser wird. Auch bezüglich Akkulaufzeit gibt es ein paar Meldungen schon zu Beta 5, soweit man das zumindest nach 24 Stunden sagen kann, meinen einige hier, dass die Akkulaufzeit besser geworden sein soll. Wir erinnern uns an dieser Stelle daran, dass Apple ja mit iOS 13 und iPadOS versprochen hat, dass die Performance allgemein besser werden soll. Es sollte also im Endeffekt sogar besser sein als das, was man von iOS 12 kennt. Kommen wir jetzt zu den Veränderungen speziell unter iPadOS. Ich habe jetzt hier in Safari ein Fenster offen mit mehreren Tabs. Wenn ich jetzt hier auf den Button Alle Fenster anzeigen tippe, dann seht ihr hier, dass ich noch zwei weitere Fenster offen habe, beziehungsweise ein Fenster besteht auch wiederum aus zwei Fenstern im Splitscreen-Modus. Wenn ich da jetzt etwas entferne, dann sehen wir jetzt hier oben diesen neuen Button, geschlossene Fenster erneut öffnen. Das bedeutet, wie man sich wahrscheinlich schon denken kann, dass das, was ich gerade geschlossen habe, wieder zurückgeholt wird. Wenn man das also versehentlich mal entfernt hat oder es gleich wieder zurückhaben möchte, kann man das über diesen Button hier machen. Ebenso gibt es jetzt hier die Neuerung, dass ich alle Fenster zusammenführen kann. Wenn ich hier oben drauf bleibe mit dem Finger, habe ich hier den Button Alle Fenster zusammenführen und alles, was ihr da gerade gesehen habt, was von Safari offen ist, wird hier in einem Fenster in mehrere Tabs zusammengeführt. Wenn ich jetzt also hier alle Fenster anzeigen lasse, sehen wir, dass nur noch dieses eine Fenster vorhanden ist und dass eben alle anderen Fenster in diesem einen in mehreren Tabs aufgeteilt zusammengeführt wurden. Ich habe euch jetzt hier das Ganze nur als Beispiel anhand von Safari gezeigt. Natürlich funktioniert das auch mit vielen anderen Apps. Eine der Neuerungen in iPadOS, die wahrscheinlich jedem sofort auffallen wird, sind die kleineren App-Icons bzw. dann auch die Möglichkeit, dass ich die Widgets hier so hineinholen kann, während ich nach wie vor hier meinen Homescreen habe. Beziehungsweise die Widgets, die kann ich auch fixieren, sodass das dann in diesem Zustand bleibt, wie ihr das jetzt seht. Wem aber diese Neuerung nicht gefällt, wer die sozusagen klassische Ansicht zurückhaben möchte, der findet jetzt unter Anzeige und Helligkeit hier ganz unten diese neue Einstellung. Darunter bekommt ihr auch eine kurze Beschreibung, nämlich dass ihr bei der Ansicht mehr bis zu 30 Apps auf einer Seite haben könnt. Das ist also die neue Ansicht. Dazu zählt ja übrigens auch nicht das, was unten auf dieser Leiste zu sehen ist. Mit der Ansicht größer habt ihr dann die klassische Ansicht. Damit können dann also bis zu 20 Apps auf einer Seite platziert werden. Wenn ich das also jetzt hier auswähle, sehen wir, dass das so aussieht, wie man es zum Beispiel von iOS 12 kennt. Und im direkten Vergleich sehen wir, wie das jetzt mit dieser neuen Ansicht hier aussieht. Unter dieser klassischen Ansicht ist es aber nicht möglich, die Widgets so einzublenden, wie wir es von der neuen Ansicht kennen. Die werden dann nämlich eben so eingeblendet, wie ihr das hier gerade seht. Und unter der neuen Ansicht mit den kleineren Icons wird das dann eben so eingeblendet. Wie ich vorhin schon gesagt habe, kann ich hier auf Bearbeiten gehen bei den Widgets ganz unten und habe dann hier den Punkt auf dem Home-Bildschirm behalten. Damit wird nämlich diese Widget-Ansicht jetzt hier fixiert und verschwindet dann nicht mehr, wenn ich jetzt auf eine andere Seite wischen möchte. Wenn ich auf Bearbeiten gehe, finde ich hier aber auch diese befestigten Favoriten. Und da ist jetzt unter der Beta 5 neu, dass ich nicht, so wie ihr das jetzt hier seht, nur zwei Favoriten auswählen kann, sondern bis zu vier. Ich könnte da jetzt also zum Beispiel noch Batterien und News hinzufügen und so würde das dann aussehen. Bei der Mausbedienung am iPad in den Bedienungshilfen gibt es da auch eine kleine Anpassung. Wir erinnern uns, unter einer früheren Beta ist ja hier die Neuerung dazugekommen, dass man den Cursor hier kleiner machen kann. Unter der Beta 5 sind hier ein paar Stufen dazugekommen, das heißt die Größe des Cursors lässt sich jetzt etwas feiner verstellen. Das Wichtigste war für mich hier sowieso, dass man den Cursor kleiner machen kann, das wurde auch von vielen gewünscht. Und insgesamt bin ich mit der Mausbedienung am iPad eigentlich schon recht zufrieden. Ich habe schon sehr viel damit rumgespielt, habe schon versucht, viele Dinge damit zu machen, die ich normalerweise gern mit meinem iPad mache und bin recht positiv überrascht, muss ich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut funktioniert, das iPad mit der Maus zu bedienen. Vor allem empfinde ich es eigentlich auch schon als recht angenehm. Bleibt natürlich die Frage, ob sich da noch etwas verändern wird unter der Beta. Bis jetzt gefällt es mir aber schon ganz gut. Ich habe mir übrigens überlegt, zu diesem Thema in Zukunft noch ein eigenes Video zu machen. Damit sind wir auch schon am Ende dieses Videos angekommen. Was ich noch dazu sagen kann, ist, dass ich nach wie vor bisher keine negativen Erfahrungen mit der Beta gemacht habe. Ich konnte es in meinem Alltag benutzen, hatte noch keinen Grund, hier auf iOS 12 zurückzukehren. Aber es ist auch allgemein bekannt, dass die Erfahrungen, die hier gemacht werden, ganz unterschiedlich sind. Es gibt viele, denen es genauso geht wie mir, die bisher keine Probleme hatten, die ja angenehm mit der Beta im Alltag arbeiten konnten. Es gibt aber auch viele, die Probleme hatten und die dann einen guten Grund hatten, auf iOS 12 zurückzukehren.
Ich kann euch jetzt nicht sagen, wie es dann bei euch laufen wird, wenn ihr euch jetzt die Beta auf euer Gerät ladet. Das muss man dann herausfinden, denn wie ihr seht, bei manchen läuft es gut, bei manchen läuft es weniger gut. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt in die Kommentare und ich antworte euch wie immer gerne drauf. Und wenn ihr an weiteren Videos von mir dranbleiben wollt, mich aber noch nicht abonniert habt, dann klickt auf Abonnieren. Ihr könnt mir auch sehr gerne auf Facebook und Instagram folgen. Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.